ist noch hier? Es übernimmt die Kontrolle. Schnell! Reinhard. Ja, aber meine Kraft lässt nach. Der Geist übernimmt. Ich habe uns hier drin eingesperrt. Das Salz. Verstehst du? Es kann nicht entkommen. Du hast ihn in eine apotropäische Kammer aus Salz gelockt. Perfekt für einen Geist. Clever. Aber ich spüre ihn noch in mir. Schon so lange. Hilf mir, Bruder. Gib mir den Trank, um ihn loszuwerden. Hab deine Briefe gefunden. An Lambert. Schade, dass er dich verraten hat. Gegen die Kraft von zwei Hexern hätte das Miasma nicht viel ausrichten können. Ich war töricht. Vor langer Zeit. Lambert, diese Schlange, hatte mein Vertrauen nie verdient. Das erzähle ich ihm, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Dein Freund hieß übrigens Osmund, soweit ich weiß. Verspottest du mich? Nein. Aber ich denke nicht, dass ich gerade mit Reinhard spreche. Keine schlechte List. Aber ich bin auch kein Trottel. Verstehst du nicht? Es wird die Kontrolle übernehmen. Es wird dich töten und alle, die du... Jetzt vernichte ihn! Beende, was ich begonnen habe! Das werde ich, Reinhard. Halte noch etwas durch. Jetzt noch das Miasma. Reinhard starb vor Jahrhunderten, aber seine Leiche ist nicht verwest. Liegt bestimmt am Miasma. Seltsam, hab noch nie so eine Rüstung gesehen. Und das Medaillon, ein flacher Wolfskopf. Osmund hat endlich jemanden geschickt. Die Götter haben dieses verfluchte Tal wohl doch nicht vergessen. Und dir... Dir danke ich. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Manchmal wusste ich nicht, ob ich es bin oder das Miasma. Vielleicht beides. Vielleicht weder noch. Schon gut. Aber es war nicht Osmund, der mich geschickt hat, sondern ein Priester des ewigen Feuers.
Wer bist du eigentlich? Du hast ein Wolfsmedaillon, aber es sieht seltsam aus. Anders als meins. Seltsam? Inwiefern? Ich habe es selbst entworfen und geschmiedet, wie alle Hexer in Kaer Morhen. Beeindruckend. Ich habe meins nicht selbst gemacht. Hab's von meinem Mentor bekommen. So wie alle Hexer in Kaer Morhen. Muss zu deiner Zeit anders gewesen sein. Apropos, wann bist du überhaupt hierher gekommen, in diese Mine? Das war das Jahr 970. Oder 80. Ich weiß es nicht mehr. Mein verdammtes Gedächtnis ist durcheinander. Renald, das war vor über 300 Jahren. 300? Nein. Nein! Nach 5 Jahren hätten sie jemand anderen geschickt. Nach 10! Rosmund wäre gekommen! Verflucht! Tut mir leid. Das Miasma hatte Glück mit dir. Durch deine Hexerimmunität konnte es von dir Besitz ergreifen, ohne deinen Körper zu zerstören. Grausame Ironie. Ich habe es mit aller Kraft an der Flucht gehindert, bis ich uns in diesem Salzgefängnis eingesperrt habe. Davor hat es von den Kranken Besitz ergriffen. Sie wurden verändert, verdorben, in Tote verwandelt, die nicht starben. Wild und aggressiv. Die Stimmen, Fackeln. Das warst nicht du, oder? Das fragst du noch? Das Miasma wollte dich hierher locken. Ich war zu schwach, um dich überhaupt zu bemerken. Zumindest anfangs. Was ist passiert, dass du hier mit dem Miasma eingesperrt wurdest? Kultisten beauftragten mich, es zu vertreiben. Aber sobald sie dachten, ich könnte besessen sein, haben sie mich sofort aus Panik mit eingesperrt. Sie hätten einen Exorzisten rufen können oder einen anderen Hexer. Irgendwen. Und die alten Seelen, deren Knochen die Mine füllen, alle für das ewige Feuer im Stich gelassen. Hab ich gesehen. Das Miasma hat sich schon mal als Hexer ausgegeben. Wie soll ich wissen, ob du der echte Renald bist? Frag nicht etwas, was nur ein Wolf wissen kann, damit das geklärt ist. Bist du überhaupt aus der Wolfsschule? Deine Rüstung, klar, sieht sie ähnlich aus, aber die Farbe, die Nieten, diese vertikalen Streifen. In Kaer Morhen landete jeder Ramsch bei mir. Alles, was du anfasst, wird zu Gold, hieß es. An dieser Rüstung habe ich auf dem Pfad weitergearbeitet. Sie sollte ein Prototyp für die Schule werden. Aber dann blieb mir keine Zeit mehr. Ganz allein? Ohne Werkstatt? Du hast wohl den Beruf verfehlt. Wärst ein erfolgreicher Rüstungsschmied oder Schneider gewesen. Osmund. Er hat immer eigene Ideen für Verbesserungen aufgeschrieben. Wir wollten sie bald in Kaer Morhen besprechen. Ich will dir gern glauben, wirklich. Aber hast du Beweise? Linke Tasche an meinem Leichnam. Da findest du die Schemas. Nimm sie raus. Du bist frei vom Einfluss des Geists, aber du wirkst aufgebracht. Ich muss sicher gehen, dass du friedlich ruhst. Damit ich nicht zu etwas werde, was wir jagen. Aber es gibt noch eine Angelegenheit, die ich regeln muss. Hilf mir, und ich werde Frieden finden.
Ich könnte dich auch einäschern, wie es in der Gilde Tradition ist. Ich soll diese Welt voller Schmerz und Bedauern verlassen? Wünschst du mir wirklich so ein Schicksal, Wolfsbruder? Du sagtest, ein Priester hat dich geschickt. Ich will mit ihm sprechen. Für meinen Seelenfrieden. Warum? Willst du über Theologie diskutieren? Was sollen ein paar Worte ändern, Renard? Ich will ihm in die Augen blicken. Ihn fragen, wie seine Religion jemanden sieht, den sie zu Tod und Verdammnis verurteilt hat. Dieser Junge hat nichts mit den Priestern zu tun, die dich damals eingesperrt haben. Kannst du mir sie stattdessen bringen? Nein. Natürlich nicht. Von mir aus ein paar Worte, nicht mehr. Ich verstehe deinen Tonfall, aber mach dir keine Sorgen. Ich will ihm nichts Böses. Und selbst wenn, wärst du eh hier, um ihn zu beschützen. Gut, ich hol dir den Priester. Ich verstehe das nicht. Wie konnten Sie das zulassen? All die Leichen, das Blut, so viel Blut, das hätte ich nie geahnt. Hey, Reinhard? Ich habe gehört, wie furchtbar du gelitten hast. Ich wollte helfen. Aber wie kann man eine solche Tragödie wieder gut machen? Ich bin nur ein einfacher Diakon. Diakon oder Hierarch, ihr seid alle gleich. Das ewige Feuer kennt nur zwei Arten von Dienern. Kriminelle und Heuchler. Sieh ihn dir an, ein halbes Kind. Was für Gräueltaten hat er begangen? Die Strophe einer Hymne vergessen? Zur Fastenzeit was Süßes gegessen? Sein Verbrechen ist nur, Heuchlern geglaubt zu haben. Dieser Junge behandelt Hexer wie Menschen. Das ist selten bei Priestern. Fast schon eine aussterbende Art. Nun, also, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Kirche Mutanten verachtet. Unsere Schriften sagen, Ehre und achtet jedes Lebewesen. Aha, Ehrfurcht vor dem Leben, wie hier aufgezeigt? Wie der Prior sagt, verflixt. Mein Leben lang habe ich der Kirche jedes Wort geglaubt. Aber jetzt, wo ich von dieser Farce weiß. Die Kirche muss die Schwachen schützen, Hoffnung schüren. Doch bei dem, was ich hier gesehen habe, was soll ich nur tun? Wo soll ich nur hin? Na wunderbar. Eine Glaubenskrise. Ist das ein schwacher Moment oder ehrliche Reue? Was wirst du tun, jetzt, da du die Wahrheit kennst? Du brauchst keine Kirche, um Gutes zu tun. Das kannst du allein. Ja, du hast recht, Hexer. Ich gehe nicht nach Novigrad zurück. Ich werde diesen Ort in eine Zuflucht für die Erkrankten verwandeln, die den Namen auch verdient. Schließlich war es mein Ziel, Menschen zu helfen, nicht der Kirche. Was tue ich da? Jahrhundertelang widerstehe ich einem roten Miasma. Aber ich schaffe es nicht, diesem Jungen zu vergeben, als ob mich nur mein Hass bei Verstand gehalten hätte. Vielleicht hat er das ja, aber das ist vergangen. Jetzt kannst du dich anders entscheiden. Dein Opfer war nicht umsonst. Die Kirche ist nicht mehr mein Zuhause. Ich werde dieses Grab in eine Zuflucht für die Leben.
verwandle. Dir gewidmet, ehrenwerter Hexer. Du hast hier etwas verändert, Reinald. Für ihn und viele andere. Sicher wäre ein anderer Name besser. Ich bin kein Heiliger, kein Wundertäter, nur ein Hexer. Und so soll es auch bleiben. Es ist vorbei. Zeit zu gehen. Beim ewigen Feuer. Ich glaube, nein, ich weiß, was ich tun muss. Doch diese 20 Jahre abzuwerfen, alles, was ich über die Welt wusste. Hier. Deine Belohnung. Danke für deine Hilfe. Du musst vielleicht nicht alles hinter dir lassen. In deinen Worten lag auch Weisheit. Vielleicht, ja. Vielleicht muss ich das wahre Licht des ewigen Feuers noch finden. Nur irgendwo anders. Leb wohl, ehemaliger Diakon. Viel Glück bei der Suche. Wenn ich Osmunds Notizen finde, die Reinald erwähnte, kann ich vielleicht die Rüstung vervollständigen. Ich sollte mich nächstes Mal in Kermor hinterhalten.